Der aktuelle Stand der integrativen Medizin ist so zu beschreiben, dass sich in den letzten Jahren es sehr ausbreitet. In früherer Zeit waren es nur wenige Kliniken und Ärzte, die integrativ arbeiteten. Heute ist auch schon in den Universitätskliniken die integrative Medizin, also die Verbindung der Schulmedizin mit der Komplementärmedizin, gang und gäbe. Integrative Medizin ist die Verbindung zwischen naturwissenschaftlicher Medizin und Erfahrungsheilkunde. Es geht dabei darum, die Medizin, die heutzutage sehr auf den Befund und auf die Erkrankungsentstehung fokussiert ist, zu ergänzen, um medizinische Verfahren, die die Gesundheit fördern, sie erhalten und unterstützen. Die integrative Medizin, das heißt die Erweiterung der konventionellen Medizin durch komplementäre Medizin, wird immer mehr gefragt von den Patienten. Bei uns hat sie eine 90-jährige Tradition mittlerweile und wir freuen uns, dass wir immer mehr auch gefragt werden. Wir haben im Moment etwa 1200 Patienten pro Jahr stationär, wovon etwa die Hälfte, also etwas über 400 Patienten, über den Notfall als Notfälle in die Klinik kommen. Ambulant haben wir etwa 2000 Patienten, die wir auf unserem Notfall hier betreuen pro Jahr. Ja, wir hoffen, dass die Errungenschaften der konventionellen Medizin und die der anthroposophischen Medizin immer mehr auch zusammenwachsen und dadurch der Gegensatz zu einer Erweiterung und Ergänzung immer mehr werden kann. Die Nüsseltherapie hat ja schon eine lange Geschichte. Sie wird schon viele Jahrzehnte angewandt, eigentlich von vornherein erfolgreich angewandt. Sie ist kein Wundermittel, aber sie kann den Krebspatienten in vieler Weise unterstützen. Sie kann Heilung sogar herbeiführen, aber sie kann da, wo Heilung auf andere Weise gesucht werden muss, die Nebenwirkung zum Beispiel einer aggressiven Therapie lindern. Insofern profitiert eigentlich jeder Krebspatient in irgendeiner Form von der Nüsseltherapie. Die Beobachtung an einzelnen Patienten zeigt, dass die Patienten viel besser mit höherer Lebensqualität leben und auch viel länger leben. In unserer Klinik werden eigentlich alle Krebskrankheiten behandelt. Sowohl die soliden Krebse, in erster Linie Brustkrebs, Pankreaskrebs, Prostatakrebs, Magenkrebs, Lungenkrebs, aber auch die Blutkrebse, Leukämien können recht erfolgreich, wie man heute weiß, behandelt werden mit einer Misteltherapie. Ein pflanzliches Heilmittel immer eine umfassendere Wirkung hat. Ein synthetisches hat einen monokausalen Wirkmechanismus. Wenn ich Kopfschmerzen habe und Aspirin nehme oder Acetylsalicylsäure, dann weiß ich den Wirkmechanismus, der dafür sorgt, dass ich hoffentlich meine Kopfschmerzen loswerde. Wenn ich Krebs habe, dann ist das nicht nur ein zellular pathologisches, punktuelles Geschehen, sondern der ganze Mensch ist irgendwo erkrankt. Und eine Pflanze, jetzt wie die Mistel, die hat viele Wirkfaktoren, die in der Komposition des Medikamentes dann versuchen, von allen möglichen Seiten heilend zu wirken. Es ist also sehr viel komplizierter und sehr viel unsicherer als so ein direkter Wirkmechanismus, aber letztlich doch auch sehr hilfreich. Die Schwerpunkte unserer Klinik sind eine natürliche Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Sie liegen im Bereich der Behandlung von Blut- und Krebserkrankungen und Begleitung von Menschen am Lebensende. Die Situation ist die, dass in der Schweiz, so wie in fast allen Ländern Europas, immer mehr Frauen in Krankenhäusern entbinden und die Kaiserschnittraten immer weiter ansteigen. In unserer Klinik haben wir durch unsere natürliche Geburtshilfe eine konstant niedrige Kaiserschnittrate. Dies ist sicherlich eine Besonderheit. Außerdem können in unserer Klinik schwierige Geburten von besonderen Lagen von Kindern im Bauch der Mütter durchgeführt werden. Und wir sind auch besonders spezialisiert auf das Thema Zwillingsentbindungen. Ja, es gibt natürlich zum einen die natürliche Geburt, bei der auf normalem Wege das Kind entbunden wird. Dieses kann unterstützt werden durch eine Geburt in der Gebärwanne als Unterwasser, sogenannte Unterwassergeburt. Und als drittes gibt es natürlich die operative Geburt, die eben in Form eines Kaiserschnittes erfolgen kann. Diese sollte allerdings nur dann durchgeführt werden, wenn sie wirklich unumgänglich ist. Wir freuen uns sehr, dass wir in unserer Klinik eine der niedrigsten Kaiserschnittraten in der Schweiz haben, liegt etwa bei 16% im Moment.
Unser Notfall ist wie jeder Notfall ausgerüstet. Wir behandeln Erwachsene mit internistischen Notfällen, also Atemnot, Thoraxschmerzen, Herzschmerzen oder Bauchbeschwerden. Wir behandeln von Anfang an zusätzlich mit den anthroposophischen Methoden und erleben, dass diese erweiterte Behandlung dem Patienten hilft. Neben der klassischen Akutbehandlung, wie sie jede Akutklinik hat, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn jemand Atemnot hat, mit Einreibungen, mit Anwendungen auf diese akute Symptomatik direkt einzugehen und dadurch das, was als Stress da ist, was als Angst da ist, direkt auch zu begegnen und zu beruhigen. Wir behandeln ja jetzt nicht nur punktuell mit einem Medikament, sondern wir schauen, was braucht der Patient für seine Knochen bei Metastasen, für seinen Kreislauf, für seine seelische Situation. Und dann hat eigentlich jeder Patient, der in eine solche integrative Therapie kommt, einen ganzen Strauß von Therapien für all seine Bedürftigkeiten.